Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family und heute geht es um das Thema Tioether und Nikos. Ja, wenn du dich jetzt fragst, was ist denn das jetzt? Genau richtig, das habe ich mir vor vielen Jahren auch gedacht. Zwei Begriffe, die nicht so geläufig sind, aber umso tückischer und umso kritischer. Besonders wenn du betroffen bist mit chronischen Erkrankungen oder jemand kennst, der betroffen ist, könnte das auch in so eine Richtung gehen. Etwas, was wir im Rahmen unserer Testungen, im Rahmen der Regulationsmedizin immer standardmäßig mitprüfen, ist der Zustand des Kiefers. Und genau um den geht es jetzt nämlich. Tioether und Niko ist etwas, was mit dem Kiefer zu tun hat. Eine Niko ist eine Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis. Langes Wort, jetzt weißt du auch nicht viel mehr, was es sein soll. Es bedeutet einfach, es ist eine Kieferostitis, eine Zersetzung im Kiefer, die entweder eine Neuralgie auslösen kann, dann nennen wir sie Niko, also Schmerzen, einen entzündeten Nerv, oder aber auch einfach nur still sein kann und vor sich hin gammelt im Kiefer und arbeitet und unbemerkt bleibt. Das ist etwas, was ein großes Problem darstellt, denn diese Kieferbereiche sind quasi instabiler Knochen, sind Knochen, der nicht mehr richtig funktioniert. Es ist eine matschige Masse, der Knochen verändert sich, er zersetzt sich und sorgt dafür, dass ein bestimmter Stoff entsteht, nämlich bestimmte Merkapane und Tioether. Tioether ist eine schwefelhaltige Substanz, hochtoxisch, wird so ein bisschen als Leichengift verschrien. Also es ist etwas, was bei der Zersetzung von Körpern, von Eiweißen, von Knochen, von Nerven passiert. Und dieser Stoff ist giftig für das ganze Biosystem. Nicht gesund, nicht gut. Und er kann, wenn er unbemerkt in dem Körper abgegeben wird, sämtliche Organe natürlich beeinflussen. Insbesondere das Gehirn, aber auch die ganzen Kopforgane. Und je nachdem, wie nah das Ganze am Nerv passiert, am Trigeminusnerv im Gesicht, kann es dann zu massiven Schmerzen kommen im Gesicht, im Kopfbereich. Und wenn man da dann versucht, an den Nerven zu arbeiten, aber nicht am Herd, dann kann es sein, dass man das nie wirklich in den Griff kriegt. Diese Tioether-Geschehen sind sehr seltsam, sind so ein bisschen ein unentdeckter Bereich, ein blinder Fleck in der Zahnmedizin. Die klassischen Zahnärzte wissen darüber viel zu wenig. Auch die klassischen Kieferchirurgen wissen darüber viel zu wenig. Es gibt einige wenige spezialisierte Ärzte und Ärzte, die da Fortbildung machen und sich da weiter in dem Bereich schlau machen. Ganz besonders erwähnen möchte ich hier Dr. Lechner und Dr. Volz, sowie Dr. Nischwitz, ja, Dr. Dom. Dr. Dominik Nischwitz ist Schüler von Volz und Volz, Nischwitz und auch Lechner bilden aus. Das heißt, Zahnärzte können zu denen hingehen, können dort lernen, Kurse belegen und können genau studieren, wie kann man das diagnostizieren und behandeln. In unserer Testung finden wir das relativ einfach raus, wenn sowas im Kiefer vorhanden ist und es zeigt sich dann einfach die Frage, macht es schon Probleme oder noch nicht. Häufig kommen Patienten ja in die Praxis oder lernen unsere Kurse, weil sie schon irgendwelche chronischen Symptome haben. Und es ist dann so, dass häufig, gerade wenn neurologische Symptome im Kopf da sind, also alles was zu tun hat mit chronischen Schmerzen, aber auch mit Gehirnsymptomen, Parkinson, Alzheimer, Demenz, Schwindel, all diese ganzen Dinge können auch zusammenhängen mit einer ständigen Dauervergiftung aus dem Kiefer. Dieses Tioether bzw. Niko muss diagnostiziert werden und es ist wichtig natürlich einmal zu schauen, wo ist es im Kiefer, warum ist es da und was kann man dagegen tun. Und wo ist es? Häufig ist es so, dass es an den Weisheitszahn-Extraktionsstellen passiert, also die Stellen, wo der Zahn mal gezogen wurde, wo quasi eh schon so ein bisschen geschwächter Bereich ist. Da kann es sein, dass diese Nikos entstehen oder diese Kieferostitis, aber auch an wurzelbehandelten Zähnen. An den Stellen, wenn der Zahn quasi wurzelbehandelt ist, ist er tot und der Körper fängt an, ihn zu zersetzen und die dazugehörigen Nervenenden und alles, was noch so an organischem Material ist, wird im Kiefer zersetzt. Da kann es dann auch entstehen oder einfach in den Kieferquadranten, wenn sie aus anderen Gründen geschwächt sind. Häufigste Schwächung ist zunächst mal die Entzündung in Kombination mit einem Versorgungsmangel. Jetzt ist es sowieso ein sehr versorgungsschwaches Gebiet, der Kieferknochen. Und wenn dann noch zusätzlich Versorgungsmangel entsteht,
dann kann es eben passieren, dass dort diese Zersetzung vom Kieferknochen passiert. Versorgungsmangel kann sein durch Toxine, Schwermetalle wie Quecksilber, durch die Amalgamfüllungen, Leichtmetall wie Aluminium kann es aber auch verursachen und dann ganz häufig Probleme, die aus dem Darm entstehen. Der Darm und der Kiefer sind miteinander verbunden und es kann sein, dass im Darm einfach Unverträglichkeiten herrschen auf bestimmte Lebensmittelgruppen und diese ganzen Metaboliten der Entzündung aus dem Darm finden dann ihren Weg in den Kopfbereich und eben auch in den Kiefer und werden häufig dann an Stellen abgelagert, die dem Körper dort nicht so stark stören. Aber dann gibt es eben diese Zersetzung. Das gleiche gilt für die ganzen Gifte. Oft sind diese Weisheitszahnextraktionsstellen einfach beliebte Ablagerungsstellen für die ganzen Toxine im Körper. Erschwerend kommt häufig dann noch eine chronische Infektion hinzu, also Bakterien, die sich in diesem toxischen Milieu total wohlfühlen. Dazu gehören unter anderem Bartonellen oder Borrelien, aber auch viele andere aus diesem ganzen Bakterienkreis. Und natürlich kann es sein, dass das Gewebe dort einfach geschwächt ist und Viren chronisch aktiv gehalten werden. Herpesviren können es sein, aber auch andere Viren natürlich. Was kann ich machen? Naja, zunächst mal muss man rausfinden, ob man es hat oder nicht. Wer unsere Testmethode beherrscht, kann es ganz leicht rausfinden und kann auch schauen, womit er sich da grundsätzlich helfen kann. Das ist etwas, diese Nikos sind etwas, wo wir selber auch die Patienten zum Zahnarzt schicken, denn das geht in der Regel nicht von alleine weg. Das schafft der Körper in der Regel nicht. Da braucht es wirklich die Hilfe von außen. Also ein Zahnarzt, der das kennt und der es diagnostiziert. In der Regel werden gute Röntgenbilder gemacht. Meistens diese DVT, also 3D-Röntgenbilder, um dann in der Tiefe zu schauen. Es gibt aber auch andere Methoden, wie man zum Beispiel das diagnostizieren kann, mittels Ultraschall oder mittels bestimmter Teststäbchen, die in die Zahntaschen geschoben werden. Der Zahnarzt weiß dann schon, wie er das machen kann, um genau zu wissen, wo er quasi suchen muss. Und dann werden Behandlungsentscheidungen getroffen, in der Regel in irgendeiner Form invasiv. Also es wird dann der Kieferknochen gereinigt und für Neuaufbau vorbereitet, sodass dort möglichst das Ganze dann behoben ist und nicht mehr weiter den Körper vergiftet. Unterstützen kann man das Ganze tatsächlich mit Vitamin B12 und mit MSM. Diese beiden Stoffe helfen dem Körper, gut zurechtzukommen mit den Entzündungen dort und mit dem Gift, mit dem Thioether. Das Schlimme beim Thioether ist, durch die Schwefelstruktur kann es passieren, dass wenn der Körper einen Mangel hat an gesundem Schwefel in sich selbst, dann greift er zurück auf den Schwefel, auf die Schwefelverbindungen, die ihm vorliegen, eben dann vielleicht auch auf das Thioether und baut das in seine verschiedenen Zellprozesse und enzymatischen Prozesse mit ein. Und da ist es besser, wenn ich dem Körper einen organischen Schwefel anbiete, wie das MSM, damit er dann einfach darauf zurückgreifen kann und dieses Thioether in Ruhe lässt. Ja, das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid betroffen, sucht bitte nach einem passenden Zahnarzt, biologischer Zahnarzt, Umweltzahnarzt oder einfach direkt in der Linie schauen nach Dr. Lechner, Dr. Volz, Dr. Nischwitz und Zahnärzte, die von denen ausgebildet wurden. In dem Sinne, alles Gute, der Matthias.